So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 mit mir, dem Ant-King, und in der letzten Folge haben wir alles Schönes gemacht. Wir haben die Wolfsfälle bei Jens abgegeben, wir haben mit dem Ollen, wie hieß der Typ? Ach Gott, ich habe schon wieder vergessen, der Anführer hier, der Orks, gesprochen. Der will ja die Rebellen hier meucheln, der uns Zugang zum Leuchtturm gewährt, wo der gefangene Paladin drin gefangen gehalten wird. Aber erstmal wollte ich noch ein paar Nebenquests machen. Habt ihr schon gedacht, wir machen hier jetzt erstmal hier weiter, was? Ah, voll verarscht. Auf jeden Fall, Wolfsfell. Ja. Ja. Keiner gedacht. So, auf jeden Fall hat mir einer geschrieben, ich weiß gerade nicht, wer das war, dass ich vergiftet bin. Das wusste ich selber gar nicht. Auf jeden Fall habe ich hier Gegengift. Mal gucken, ob das jetzt hier gelb wird. Ich strahle. Richtig. Nö, hat irgendwie nicht geklappt. Super. Auf jeden Fall hatten wir mal eine Quest angenommen von dem Assassinen, dass hier so ein schöner Sklave entlaufen ist. Wo war das hier? Hier komm hier. Rebellengold, nein, bla bla. Irgendwie hat uns der Assassine hier von dem Sklaven erzählt. So, den sollen wir einfangen wieder. Aber wir reden erstmal mit dem. Harek, ist er das? Was? Wie? Was willst du? Geh weg! Wieso bist du so nah bei der Stadt? Guck mal, wie leicht ich hier gefunden habe. Das ist ja echt super versteckt, auf jeden Fall. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Naja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. Harek will Fleisch. Ja gut, dann bring ich dir Fleisch, du oller Sack, du. Kann ich deine Fleisch braten, ach du Kacke. Brauch ich da ein Lagerfeuer? Wo krieg ich denn hier so ein Lagerfeuer her? Ist ja viel zu aufwendig hier. Das geht doch nicht. Krieg ich so eine Krawatte? Ist wieder der Belia-Schrein, den will ich am liebsten kaputt hauen. Ach ja, wir können ja mal meine Helebarde ausprobieren. Da ich jetzt große Waffen gelernt habe. Probieren, ob das... Bam, bam! Der taut ordentlich rein. Wow. Kommt mir keiner zu nahe hier. Ich kann zwar immer noch keine Fälle abziehen, aber fürs Erste wird das wohl hier... Oh, eine Pflanze. Reichen. So, Jens, du hast doch sicher hier so ein schönes Lagerfeuer. Da, wunderschön. So, wir haben so einen richtigen Roastbeef braten, yo. Oh, yeah, baby. Zap. Alle auf einmal. Ja, so einen dicken Stock haben wir hier. Ach, okay, dann bringen wir das Zeug eben zu dem Typen wieder. Dem Typen bringen wir das Zeug jetzt wieder. Bis gleich. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er der Sklave hier ist, der entlaufen ist. Ich habe Fleisch für dich. Super, danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Ja klar. Machen wir doch. Ich bring dich weg. Gut. Alles klar. So. Auf. Ist da irgend so ein Morok hier? Morok da? Morok hier? Nein? Alles klar. Komm. Psst. Oh. Leise. Oh. Nach vorne. Da sind sie. Yeah. Die meucheln dich gleich. Nein, Quatsch. So. Keine Pussys hier. Ah, was ich noch ausprobieren wollte. Warte mal. Ich wollte mal gucken. Kann man hier dran beten? Oh Gott. Belia. Ach du Scheiße, man kann an den Belia schreien. Beten, ey. Boah. Nein.
Ist ganz normal, ja klar. Ist ja nicht der Typ, der Gott des Chaos und so, bla 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 blub. Okay. Als Arcanier wissen wir auch, dass der nicht ganz so böse ist und Innos auch nicht ganz so lieb ist. Na gut. Jens, wir haben hier so einen ollen Typen hier für dich. Ich hab dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Alles klar, er kann eine Weile bei mir bleiben. Alles klar. Supi, so. Dann, was haben wir noch für Scheiße hier? Für Quest. Ach ja, genau. Wir können ja erstmal hier diesen... Ein Morg hier, diesen... Dieb, diesen... super übelsten... Oberdieb hier. Ordentlich meucheln. Die Banditenplage hier. Wie hieß der Typ? Ortega. Ja gut, den Ortega, da habe ich mal was über den gelesen. Ich glaube so ungefähr, ich weiß glaube ich so ungefähr, wo der ist. Gut, ich wollte noch mal kurz mit Dingens, mit noch wem anders reden. Und guck mal, ja, guck mal noch, wo, weil ich noch nicht so mache, hier doch so über den in Erfahrung bringen kann. Wenn ich was Interessantes sehe, dann nehme ich wieder auf. Bis gleich. So, ich denke, Marlo hat uns noch was zu sagen. So, na? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Allerdings nicht umsonst. Ich möchte dafür ein Roast Beef haben. Ja klar, hier. Nein, Quatsch, 20 Gold. Was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Die Gegend hier wird vornehmlich von Banditen beherrscht. Der Boss dieser Bande heißt Ortega. Er sammelt seine Beute in seiner Höhle irgendwo im Norden. Wenn es was an der Küste zu holen gibt, dann dort. Aha, im Norden. Norden, Norden. Also, ich sag jetzt mal ganz grob hier. Der Hoppe, der muss jetzt sein. All klar. Machen wir uns auf in die Wildnis. Jetzt besorgen wir noch mal ein paar Sachen hier. Dann bis gleich. So, ich habe mir einfach mal hier so eine Lederkluft, glaube ich, für 1000 Gold einfach mal gegönnt. Und Kopper mitgenommen. Ja. Nördlich müsste das ja liegen, also bin ich einfach durch die Höhle gegangen, weil die endet ja hier irgendwie im Norden. Und dann dachte ich mir doch, scheint dann doch ein guter Startpunkt zu sein. Und dann dachte ich mir, gehst du hin und dann meuchelst mal übelst paar Banditen hier. Beziehungsweise müssen wir erstmal schauen, wo die ganzen Banditen sind hier. Da ich hier noch nicht war, wird aufgenommen. Ach, die Hirsche. Ihr Lieben, ich tue euch doch nichts. Lecker Hirsche, Naja. So viel Verwendung habe ich jetzt auch nicht. Ich habe genug gebratenes Fleisch. Ich glaube, mehr kriegt man auch nicht von denen, oder? Ich glaube nicht. Gut. Ah ja, und da wir ja hier eh einen Rebellen mit dabei haben, müsste das doch eigentlich auch klappen mit der Ork-Patrouille. Die müsste hier doch auch irgendwo sein. Wartet mal. Hier. Wie seid ihr die Ork-Patrouille auf dem Bauernhof? Achso, nee, das mit dem Bauern, das mache ich nachher. Hier, die wandern. Zwischen Redock und... Zwischen Redock und... Ich kann es nicht lesen. Ach Mensch, das geht doch nicht. Ja, die laufen wahrscheinlich irgendwo rum. Was ist das denn? Eine Blutfliege? Kann das sein? Oh, meine Erzfeinde. Oh, ja. Da sind sie. Ja, friss das. Bam, bam, bam. Oh, daneben. Schade. Also fertig, los. Demas, ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Ich finde das immer noch geil, dass sie trotzdem noch die gleichen Sprüche drauf haben wie sonst. Aber Kapdun. Ist das denn da? Ist das eine Hütte? Hey, da sind ja so ein paar Morgs. Die wollen wir doch mal gleich aufmischen hier. Das geht ja nicht. Oder? Sind das Morgs? Nein. Irgend so ein Typ hier. Irgend so eine olle Type hier. Was ist das denn hier? Was du kommst hier? Schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Ah, du weißt, wo sie sind? Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest,
sollte es nicht dein Schaden sein. Das hört sich gut an. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orks noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregion. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hält sich versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Wenn ich wüsste wo, würde ich die Orks auf ihn hetzen. Verstehe. Okay, ja. Laut Marlo müsste die Höhle ja hier irgendwo sein. Ardea Vanguard. Hier ist die Straße von Vanguard. Montera. Ich würde einfach mal sagen, wir suchen hier so nördlich von Ardea in dem Bereich. Ja. Machen wir mal. So. Bist auch da, Copper. Chopper. Nee, Copper. Diese. Köpper. Ja, wenn er ins Freibad geht, dann macht er erstmal einen Körper hier. Gibt's denn hier so schön? Leuchtende Kristalle. Und Fleischschwanz. Oh, der Psycher hier. Oh, übelst gemeuchelt. Ja. Was ist das denn? Oh, ein süßer Hase da. Wow. Geil. Oh, schade. Was ist das denn? Was ist das? Nashorn. Wollen wir wohl verarschen hier? Im Spiel gibt's Nashörner. Ach du Scheiße. Ah, Feuerball, Junge. Friss das. Bams. Mal gucken, ob wir das überleben. Ah, oh. Ach du Scheiße. Mach's fertig, Kopper, los. Hilfe. Ach du Kacke. Friss das, du Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Übelst gemeuchelt. Ach du Scheiße, das hätte mich fast platt gemacht hier. Boah, im Spiel gibt's Nashörner, ey. So richtig fette Teile. Ich wollte nicht mit dir reden. Boah, heftig. Hab ich mich erschreckt. Huch, das ist ein Steinkreis. Der sieht doch interessant aus. Sollten wir uns nicht mal... Oh, hier, ich halte mich eben ganz kurz. So, wollen wir noch mal schauen, ob wir hier... Irgendwas... Oh, Goblins. Ach du... Was ist das denn wieder? Oh, hier, ich will gar keine Vermutung hier aufstellen. Ich will einfach nur meucheln. Oh, jetzt leckt es irgendwie kacke. Friss das, ihr Mistviecher. Oh, ich will das Mistvieh da hinten nicht anlocken. Friss meine Helebade. Ja. Bam, bam. Dem hast du's. So, das wäre erledigt. Ja, klar. Was mit dem Viech da hinten? Ein Ripper. Hä? Was ist denn ein Ripper? Ach, egal. Komm her. Ah. Stärker spannen. So. Bitte sehr. Komm her. Ja, Kopper, lenkt den erstmal ab. So. Lass dich doch nicht von dem Viech fertig machen hier. Ist doch ein Mini-Viech. Ehrlich. Ein Mistvieh weniger. Hallo? Ist ja gar nichts drauf. Gar nichts. So. Macht man das. Ja, das dann später, so hier nach 100 Jahren in Myrtana, werden dann meine Let's Plays hier gezeigt, wie man in Myrtana überlebt. So. Was ist das denn jetzt hier? Goblins? Noch mehr? Ach du Kacke. Sind die hier irgendwie überall? Haben die hier irgendwie so... Wieso Karnickel rumgepoppt oder was? Wie viele? Wieso gibt's so viele? Das ist ja gar kein Goblin, das ist ja... Bah, so ein hässlicher. Du Scheiße. Ich bin tot. Ach du kranke Kacke.